Werte Dudes, werte Dudinas, es ist wieder soweit und es ist noch gar nicht so lange her, wo die letzte Staffel endete, aber es ist Zeit für Are You The One? Woo! Wer das ganze Konzept nicht kennt, in der vierten Staffel und zwei Reality-Star-Staffeln lebt vielleicht ein bisschen hinterm Mond, ich hole euch aber gerne ab. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Es werden ganz viele Singles in eine Villa eingeschmissen, es gibt ein Perfect Match für jeden von ihnen und die müssen es in Spiel-Challenges und anderen Challenges und Rumgeknutsche herausfinden und wenn sie im bestimmten Match hinein sich immer richtig nebeneinander setzen, zu ihrem Perfect Match und es alle irgendwann schaffen, kriegen sie ganz viel Kohle. Aber wahrscheinlich versagen sie, wie ganz oft. Das war die Wahrheit! Wer den ganzen Trubel natürlich genießen will, kann das auf Disney Plus machen. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ansonsten könnt ihr natürlich auch immer meinen Kanal abonnieren. Und wir schauen immer gemeinsam rein und können das auch ein bisschen kritisch beäugen, weil es ist manchmal schon problematisch. Und ich denke, wir schauen auch direkt mal rein, wie es am Anfang dann startete. Let's go! Irgendwo hier ist ein Mensch, der perfekt zu euch passt. Oh Gott, und die sehen in der Vorschau jetzt schon genauso aus wie in der letzten Staffel und auch der Staffel davor. Also das wird ewig dauern, bis ich die Namen alle drauf habe. Leute, sagt ihr jetzt schon, aber wir werden das schaffen. Wir werden das Kind schaukeln. Wir können die jetzt auch erstmal alle ein bisschen kennenlernen. Ich bin leider Gottes sehr wählerisch, deswegen bin ich noch Single. Und jetzt auch endlich bei Are You The One dabei. Und hier wird er natürlich seine Traumfrau finden, was natürlich richtig logisch ist. Weil wenn du zwar super wählerisch bist, wirst du ja bei Are You The One die perfekte Frau kriegen. Genau. Ich mache bei Are You The One mit, weil ich krass bin. Auch ein guter Grund, definitiv. Überhaupt keine Selbstüberschätzung dabei. Lieben wir schon direkt. Die Liebe streut hier nur herum. Ich bin erfolgreich bei Frauen, wenn die so auf einen Typen stehen wie mich, dann schon, ja. Wow, was eine brillante Aussage. Wenn die Frauen einen Typen wie dich toll finden, bist du erfolgreich bei Frauen, weil du meistens ja ein Typ bist, wie du bist. Ja, so kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Wow, wow, wow. Ich bin auf jeden Fall nicht dumm. Sagt meine Mama auch immer sehr gerne, dass ich schlau bin. Und deine Mama würde dich garantiert niemals anlügen. Dann musst du ja wirklich ein kleiner Einstein sein. Boah, da haben wir bestimmt schon unseren Rätselgott für die Endlösung gefunden, ne? Ich habe bei Are You The One beworben, weil ich es lange selber versucht habe. Meine Zukunft stelle ich mir auf jeden Fall mit einer festen Frau vor. Nicht mit einer flüssigen, nicht mit einer gasförmigen. Er möchte eine feste Frau. Also wir können schon bei ihm festhalten, er hat hohe Ansprüche, aber nie die passende Frau gefunden. Eventuell wäre es dann praktisch, seine Ansprüche anzupassen, weil dann klappt es vielleicht auch. Aber nein, man möchte ja auch nichts unter seiner Würde haben, ne? Nee. In dieser Staffel werden die Jungs allerdings gemeinsam in die Villa reingeschmissen, wo sie sich dann auch kennenlernen können. Und später kommen erst die Frauen dazu. Und die stoßen dann erstmal auf das erste große Dilemma. Diese Pappstrohhalme. Im Knast, Alter. Okay, warte mal, alle aus Deutschland oder wie? Ich bin aus Österreich. Nur Pappstrohhalme wie im Knast. Ja, der Vergleich, den fühle ich auch richtig hart. Und nein, wir haben nicht nur einen aus Österreich und sonst Leute aus Deutschland dabei. Der Quotenschweizer ist auch dabei. Zum Glück. Ich bin aus der Schweiz. Ich komme aus Berlin. Berlin? Und nicht zu vergessen, der Berliner. Hey, ich komme aus Österreich. Ich aus Schweiz. Ich bin Berliner übrigens. Gut, dann kommst du ja aus Deutschland, hoffe ich. Die Harmonie ist allerdings dann auch schon direkt in die Villa eingezogen, weil die Männer stellen untereinander fest, ey, wir hassen uns gar nicht. So, da ist jetzt wirklich keiner dabei, wo ich sag so, da geht mir jetzt schon auf die Eier oder sowas. Oh, 15 Minuten kennen die sich und hassen sich noch nicht. Das ist bestimmt der Beginn einer wahren Männerliebe. Ich glaube trotzdem auf eine freundschaftliche Basis. Wir wollen natürlich jetzt aber auch nicht ewig lange warten, sondern auch die ersten Ladies in die Villa schicken und da sind wir auch ganz gespannt. Scheinbar habe ich zu hohe Ansprüche, meiner Meinung nach nicht. Ich hatte schon verschiedene Arten und ich habe da keinen speziellen Typ. Und sie ist natürlich dann auch bereit für die wahre Liebe und das ist eigentlich gut. Sie hat hohe Ansprüche, dieser andere Kerl hat hohe Ansprüche. Traumpaar. Obwohl, nee, sie müssen ja auch noch den Ansprüchen des jeweils anderen gerecht werden, ne? Vielleicht auch doch kein Traumpaar. Normalerweise, finde ich, habe ich keine Konkurrenz, aber in meinen vergangenen Beziehungen waren andere Frauen das größte Problem. Dann könnte man ja vielleicht meinen, dass du doch irgendwie Konkurrenz hast. Und vielleicht ist sie auch ein Dramapotenzial-Magnet, die es dann anzieht, dass irgendein Mann bei ihr zweigleisig fährt. Ich meine, sie ist dann offensichtlich nicht schuld, sondern der Mann ist dann Arsch, aber ich sehe das jetzt schon kommen und dann, wenn sie vorgeschädigt ist, wird sie ausrasten. Aber so ein Arsch! Hallo! Same, das wäre auch meine erste Reaktion. Oh Gott, das sind die ersten Mädels. Hoffen wir mal, dass noch bessere kommen, ne? Meine Beziehungen können etwas schwieriger sein, weil ich immer die Wahrheit sage. Damit kommen nicht alle Menschen klar. Und das merken wir uns hoffentlich ganz kurz. Ich sollte es nicht vergessen, weil die Personen, die im Fernsehen immer sagen, ich bin super ehrlich und sage immer die Wahrheit, zack, erste Folge irgendwas gelogen. Ich spüre, dass das passieren wird und ich hoffe, es passiert und wir werden sie überführen. Ich sehe das kommen. Also beim ersten Date, finde ich, muss auf jeden Fall der Mann sein. Ich bin Russin und so ist das.
Oh, altes Rollenklischee denkt, dass man mit seiner Nationalität begründet. Lieben wir auch. Richtig sympathisch. Also, wir sind wieder im Trash angekommen. Ich liebe guten Trash. Ich würde sagen, ich bin sehr erfolgreich bei Frauen tatsächlich. Und zwar so erfolgreich, dass er keine passende gefunden hat und sich dann gedacht hat, ich muss in eine Fernsehsendung, wo die es irgendwie retten können, weil ich krieg's nicht gebacken. Ja! Ich hatte Frauen schon im dreistelligen Bereich. Über 200. Glückwunsch, wirklich Glückwunsch. Ich finde auch schon immer schön, wenn man das im Fernsehen dann direkt preisgeben möchte. Das sagt immer so, wow, wow, du kannst wirklich stolz auf dich sein, irgendwas im Leben erreicht zu haben. Mein Name ist Sasa, ich bin 23 Jahre alt, komme aus Berlin. Ich bin der absolute Tittenboy. Er ist der absolute Tittenboy. Oh mein Gott, stell dir mal vor, du sagst sowas im Fernsehen und Leute, die dich kennen, sehen das. Niemand wird es doch feiern. Obwohl, ich würde mir Gedanken machen, wenn das jemand feiert, aber... Oh Gott, wie unangenehm ist das? Wie unangenehm ist es dir selbst, diesen Satz gesagt zu haben? Ich bin intelligent und es wird auch jeder merken, dass ich da die ein oder andere Gehirnzelle mehr habe als wahrscheinlich der Rest. Ja, ich habe jetzt im Vorstellungsvideo noch nicht ganz gemerkt, dass er wahrscheinlich super das Genie ist. Wir lassen uns gerne vom Gegenteil überzeugen, aber ich spüre es noch nicht so. Also ich komme irgendwie immer an die Fuckboys ran, aber ich versuche mich darin zu verbessern. Ja, Girl, und da würde ich doch direkt mal sagen, bei Are You The One bist du da an der richtigen Stelle. Da passiert es nicht, dass du auf irgendwelche Fuckboys triffst, weil da suchen alle die wahre Liebe. Und ich liebe es auch, wie sie dann in die Villa eingezogen ist und dann ein anderer Typ erstmal so mit dem Getränk, was ist mit ihr? Lieb dich komplett. Geil. Was ist das denn? Hallo! Hi. Guck mal, links gehört jetzt offiziell mir. Sehr gut, die Frauen kommen rein, direkt Besitzansprüche stellen. Die Frauen haben gar kein Mitspracherecht. So möchten wir das doch immer, ne? So lieben wir das, gar keine problematischen Aussagen, schön. Du kotzt mich an sowas. Ich bin seit 3,5 Jahren Single und jetzt hatte ich auch die ganze Zeit keine Lust gehabt, jemanden kennenzulernen, aber jetzt bin ich richtig bereit. Das klang scheiße, oder? Ich würde jetzt gerne sagen, ja, allerdings ist die Antwort nein, weil im Vergleich zu allen anderen stichst du wirklich mit positiven Sätzen heraus. Das war die Wahrheit. Also mir ist es auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig, dass mein Partner ein Auto hat. Ich finde, ein Mann ist sehr, sehr attraktiv, wenn er auf beiden Beinen im Leben steht und mich dann zum Beispiel abholen kann und irgendwo hinfahren könnte. Was ist das denn? Ich finde es so attraktiv, wenn ein Mann mit beiden Beinen im Leben steht und mich durch die Gegend kutschieren kann. Och, das ist aber auch wirklich hot, ne? Ja, garantiert. Ich habe gemerkt, dass ich wirklich der einzige Mann bin, der raucht. Und ich habe gesehen, dass viele Frauen rauchen. Von dem her habe ich schon viele, sehr viele Gespräche geknüpft. Ja, und wir stellen mal wieder fest, dass das einzige Positive am Rauchen, man kann ein bisschen besser socializen, weil beide halt diese unglaublich schlechte Angewohnheit haben. Ich mach das gar nicht, das ist ja ekelhaft. Von wo kommst du? Ich bin aus der Schweiz. Aber du hast gar keinen so einen Akzent. Oder strengst du dich gerade an? Man hört schon irgendwie deutlich, dass er nicht Deutsch-Muttersprachler ist. Allerdings, wenn man selber dann die deutsche Sprache nicht mehr ganz so gut kann, merkt man es vielleicht auch nicht, ne? Der Burim, ich bin 27 Jahre alt und ich habe sehr hohe Ansprüche bei Frauen. Eine Frau muss sehr Ehrlichkeit mitbringen, Loyalität, sie muss hübsch sein, sie muss klug sein. Und er hat auch noch eine ganze Liste rausgepackt mit weiteren 200 Sachen, wo man sich denkt, Alter, was ist denn mit dir los? Warum hast du denn so viele Ansprüche? Und überhaupt haben in dieser Staffel anscheinend alle viele und hohe Ansprüche an ihre Partner. Ich hoffe, die können dann selber auch ein bisschen was bieten, ne? Ich werde schon oft von den Männern angeschrieben, aber meistens reagiere ich da nicht drauf, weil ich will nicht sagen, was Besseres zu tun habe, aber ich will ja nicht arrogant wirken. Na, das wirkt doch jetzt auch nicht arrogant, wenn du was Besseres zu tun hast. Ich meine, wenn sie jetzt auf Instagram die ganze Zeit angeschrieben wird, kann ich verstehen, dass sie sich denkt, hallo, ich habe gerade keinen Bock darauf. Wenn sie auf Dating-Plattformen ist und da dauernd angeschrieben wird, ist es ein bisschen seltsam, wenn sie Besseres zu tun hätte. Die war ja was. So, du bist der Barkeeper? Ich bin dein persönlicher Barkeeper. Schön, das nicht von jedem, aber für dich auf jeden Fall. Okay. Okay, ja, ich hätte gern Getränk. Dankeschön. Die spricht aber auch sehr, sehr zart gerade, oder? Ist das ein bisschen gestellt, weil sie gerade mit einem Mann redet? Oder redet sie immer so? Nee. Bei Are You The One suche ich nach der großen Liebe, weil es für mich endlich mal Zeit wird, mit 26 mal einen Partner zu finden, der mit mir durchs Leben geht. Es wird auch endlich mal Zeit und ich finde, da klangen sie schon ein bisschen nicht so niedlich wie gerade bei dem Gespräch. Allerdings ist anscheinend ihre Stimme auch ein bisschen so. Also vielleicht fällt es ihr auch leicht, in diese niedliche Stimme zu gehen. Ich kann es nicht mal nachmachen.
Ja, vielleicht, weil ich keine niedliche Stimme habe. Kannst du nochmal deinen Namen sagen, bitte? Caro. Also Caro. Eigentlich heiße ich Caroline, Caroline, aber mein Spitzname ist halt Caro. Was magst du lieber? Ist mir eigentlich egal. Also Caroline sagt man eigentlich nur, wenn ich irgendwas angestellt habe. Ich hasse die Leute, die man nochmal nach dem Namen fragt. Und die so, ich heiße eigentlich so, aber das ist mein Spitzname. Du kannst auch gerne das verwenden. Girl, gib mir einen Namen. Hier sind 20 Millionen neue Menschen. Ich brauche einen Namen, den ich mir jetzt merken kann. Und nicht nur bei dir jetzt noch drei. Dann vergesse ich das instant wieder. Aber ansonsten kannst du mich auch Kali nennen. Das ist Kali? So. Ja. Ja, was denn jetzt? Ja, so nennen mich meine engsten Freunde. Kali, ja, guck mir mal auf den Steinkopf. Was habe ich gerade gesagt? Das ist absolut nicht hilfreich. Vor allem ist Kali nicht wie Caro. Also es ist close, aber es verwirrt mich doch jetzt schon wieder. Irgendwas mit C. Cordula bist du jetzt. Glückwunsch. Das sind Newcomer, also die muss man nicht kennen. Wenn ich mir eine Frau aussuche und mir vornehme, die zu knacken, oder knacken hört sich so arschlochmäßig an. Findest du? Nein, nein, das hört sich ganz normal an. Mach weiter, ist gut. Jedes Wochenende in einem anderen Bett haben und vom endlosen Rumvögeln hat man halt am Ende des Tages nicht viel. Da ist man trotzdem noch einsam. Und deswegen bin ich schon Beziehungstyp. Das ist die interessanteste Begründung, die ich jemals gehört habe. Also er hat festgestellt, dass er anscheinend ein Beziehungstyp ist, weil er jede Woche jemanden flachlegt und dann festgestellt hat, das ist nicht das Wahre. Dann bist du nicht automatisch ein Beziehungstyp. Aber ich liebe es auch, wie er casual nochmal einfließen ließ, dass er natürlich ganz schön viele Frauen flachlegt, ne? Von Heimspiel für mich. Das nächste Frauenpärchen ist allerdings auch bereit, um in die Villa einzuziehen und wir sind auch bereit für sie. Ich mache bei Ari The One mit, weil ich Lust auf ein Abenteuer habe und Abwechslung brauche in meinem Leben. Was ist da denn los? Sie sehen genauso aus wie die ganzen Pärchen, die da vorher gekommen sind. Sind die jetzt zum dritten Mal da drin? Schicken die ganze Zeit im Circle die gleichen Personen rein? Es wirkt irgendwie ein bisschen so, oder? Schau, hallo, wir schaffen das. Du siehst wunderschön aus, du bist geil. Wir kriegen das hin. Okay, kriegen wir hin. Die wirkt aber auch mal so gar nicht überzeugt von dieser ganzen Ansage. Ich finde schön, dass sie ein bisschen aufbauen muss, also die andere. Weil anscheinend ist sie ein bisschen sehr nervös, oder? Oh, ich glaube, wir gehen einfach mal raus. Hier ist der Spinner! Egal, wir ziehen das jetzt hier durch. Und zwar auf die Schnelle. Hello? Girl, bitte beruhige dich. Du bist ja auch nur im Interviewkeller. Du bist gerade in einem ekligen Kellerraum, der ein bisschen schöner gestaltet wurde. So geil ist es nicht. Locker, flockig, wie so ein Pancake ein bisschen. Wenn man zu viel von mir bekommt, bekommt man einen Zuckerschock. Oh mein Gott. Obwohl, es ist mit Abstand nicht der schlechteste Sport, den wir heute gehört haben. Hi, Ken. Hi. Wie ist dein Name? Aurelia. Wie? Aurelia. Aurelia? Ja. Aurelia, mein Name ist Aurelia. Boah, die hat hier richtig Bock da zu sein. Also wenn es ein Gesicht gibt, das sagt, yes, ich will hier sein, dann ist das von Aurelia. Ich muss erst mal gucken, wie die sich so bewegen im Raum der unbegrenzten Möglichkeiten. Kann sein, dass da schon einer dabei ist. Als wäre Aurelia im Wildpark, oder? Sie muss so gucken, wie pürschen sich die Männer und Frauen gegenseitig hier an. Ah, sie scheint vielleicht nicht so ganz perfekt gecastet zu sein für die Sendung. Allerdings ist sie auch mal ein anderer Typ. Also charakterlich anscheinend, wenn sie so schüchtern und am Panicken ist, könnte interessant werden. Hi. Hi. Aber es kann halt auch sein, dass der zu weit ans andere Ufer schwimmt. Was redet Aurelia da? Also ich bin mir nicht mal ganz sicher, ob sie selber weiß, was sie da gerade gesagt hat und ob sie das meint, was sie da gerade... Ja, vielleicht schwimmt irgendjemand ans andere Ufer und damit meint sie, dass er ein guter Schwimmer ist oder so. Sportlich. Was der Bauer nicht... Bauern sind bauernschlau. Kümmern wir uns lieber um die gute Freundin von Aurelia, die jetzt gerade mit eingezogen ist, weil die hat einiges zu erzählen. Ich mag die klassische Rollenverteilung in einer Beziehung. Das bedeutet, die Frau ist liebevoll und der Mann ist ein bisschen dominanter. Das ist nicht die Bedeutung der klassischen Rollenverteilung, dass eine Frau liebevoll ist und der Mann dominanter. Also da gibt es doch ganz viele andere Aspekte. Ich meine, es ist okay, wenn man das so möchte. Es kann auch okay sein, wenn man die klassische Rollenverteilung bevorzugt. Ich meine, vollkommen okay, wenn beide damit fein sind. Viel Spaß. Aber irgendwie ist das halt nicht die klassische Rollenverteilung. Ich würde mich schon sehr stark als Honeyboy bezeichnen. Blonde Haare, groß. Hübsches Lächeln, ich glaube, ich bin Muster-Sunnyboy. Und den brauchen wir ja auch in jeder Staffel, ne? Den Muster-Sunnyboy. Ein bisschen muskulöser, blond. Fertig. Wie nice ist das denn bitte? Ich würde schon sagen, dass ich ein Intelligent. Perfekt. Und ich liebe es auch, wie er den Satz nicht hinbekommt. Ich meine, das passiert jedem, der vor der Kamera steht und manchmal drehen muss und du musst einfach einen Satz jetzt einfach raushauen und es klappt einfach nicht, das habe ich auch. Aber ich liebe einfach, dass die Crew es drin lässt, damit sie zeigen, so klug ist er nicht, der verhaspelt sich manchmal, er ist dumm.
sehr viele logische Zusammenhänge sehr schnell schießen kann und das antwortet mal auf die Frage. Am besten gar nicht so viel, weil die Crew schneidet es immer sehr gemein, dass du gar nicht so klug wirkst. Ist echt fies. Ja, nice, danke. Ja, also ich finde halt, Männer sind halt ganz oft ziemlich dumm und deswegen... Bin ich jetzt hier, weil ich den passenden finden möchte. Sehr gute Einstellung. Zwei Daumen hoch. Hi. Ich liebe es hier. Ich liebe die Jungs, ich liebe die Mädels, ich liebe die Villa, ich liebe die Luft. Die Luft ist das Allergeilste hier in der Villa. Oh mein Gott. Ja, die Freude ist ganz groß. Also es gibt irgendwie unterschiedliche Arten von Kandidaten. Manche kommen so rein, scheiße, ich muss mal gucken, wie alle sind. Und andere kommen rein, ich liebe euch alle instant. Ja, das könnte vielleicht trotzdem noch für Probleme sorgen. Ich rieche irgendwie Probleme. Ich bin ein sehr spiritueller Mensch. Ja, ich lege schon so Wert auf so Sternzeichen und solche Geschichten und wie die Planeten stehen und so weiter. Hat das was mit Spiritualität zu tun oder eher mit Aberglaube und Astrologie? Weil ich finde, es ist nichts Spirituelles, wenn man glaubt, dass die Planeten irgendeine Auswirkung auf uns haben. Ich werde auch ein bisschen anhänglich sein, weil wenn man mir dann sagt, Carina, jetzt komm mal ein bisschen runter, ich brauche Zeit für mich, dann bin ich direkt sauer und denke mir, warum willst du jetzt nicht mit mir Zeit verbringen? Wow, und das klingt ja auch nach einem gar nicht anstrengenden Menschen. Schön, schön, schön. Das bedeutet, sie könnte auch noch für Probleme sorgen. Und ich komme jetzt schon durcheinander, Leute. Ich fühle mit euch, ihr werdet auch sagen, wer sind diese ganzen People? Ich habe keine Ahnung. Wir wollen ein bisschen reinkommen in die erste Folge. Wir schauen noch weiter, wie es sich ein bisschen entwickelt, weil es kommen noch einige spannende Wendungen. Wir gucken mal weiter. Das ist ein cooler Name, was bedeutet der denn? Richtig, keine Ahnung. Okay. Ich verstehe diese Menschen, die ihren Namen nicht googeln. Google doch eure Namen. Das finde ich allerdings auch seltsam. Wer googelt denn nicht seinen eigenen Namen? Das gehört doch dazu. Sie heißt übrigens Dorna, das konnte ich mir merken. Das heißt Kranich. Und ich glaube, sein Name Kenneth hat irgendwas mit... Oh Gott, was hat das zu bedeuten? Schnell... Cool, ehrgeizig, irgendwie so. Irgendwas in die Richtung. Ich habe schon wieder vergessen. Ich hatte noch ein Hirn im Kopf von gestern. Wenn ich mich auf einen Mann einlasse, dann sollte er mich führen können. Ich meine schon dieses Mann im Haus. Ich finde schon. Okay. Hallo, Perfect Match. Ah ja, weil er ist ein bisschen dominanter und möchte jemanden haben, der so ist. Und sie findet jemanden toll, der dominanter. Passt perfekt. Und da fällt mir auch immer ein, in der ersten Folge fragen die am meisten, glaube ich, ein bisschen im Smalltalk ab, wie die so zueinander stehen, wer die Traumfrau ist, wer so am besten passt. Und die reden da auch am meisten miteinander und irgendwann nur noch in ihren Gruppen. Und deswegen, glaube ich, auch am ersten Tag finden sie am schnellsten die Perfect Matches. Nur dann lernen sie sich halt kennen und gehen getrennte Wege. Ich weiß nicht, ob ich lachen soll. Sorry, ich muss gerade lachen. Die ersten Gespräche passieren nun allerdings auch noch. Gut. Also stehe ich auch nur auf Dunkelhaarige eigentlich? Nur auf Dunkelhaarige? Habe ich ja schon mal plus. Vielleicht. Oh mein Gott, war das jetzt irgendwie so ein Korb? Warum denn nur vielleicht, wenn du auf Dunkelhaarige stehst und er dunkelhaarig ist? Hat er einen Pluspunkt. Es heißt nicht unbedingt, dass du ihn haben willst, aber wenn du jetzt nur vielleicht sagst, klingt es eher nach einem Minuspunkt. Wenn man irgendwas sagt, ist ja nicht immer, dass man es einhält, weißt du? Ja, na, ich finde auch. Also du hast so einen Klick drauf. Ja. Das catcht mich schon. Ja, der hat so einen Blick drauf, das ist der Wahnsinn. Und sie ist sofort schon hin und weg. Richtig schön. Schön, dass sich da schon irgendjemand gefunden hat. Ich verstehe jetzt zwar nicht ganz, wie die das gemacht haben, aber Perfect Match, ne? Das Kennenlernen ging allerdings später auch weiter und die ersten haben sich auch in den Pool begeben und auch Spaß gehabt. Und da passiert dann auch etwas Kritisches. Bis jetzt übelst viel Spaß gehabt, außer dass Pascal mich getitscht hat. Na, er hat mich runtergedrückt mit meinem Kopf. Jetzt habe ich nicht mal Make-up mehr drauf. Haha, und ich finde das richtig, richtig lustig und ich finde es irgendwie immer noch sehr problematisch. Ich habe das irgendwie noch nie cool gefunden, wenn man irgendjemand unter Wasser drückt oder irgendjemand unter Wasser wirft oder sonstiges, weil ich habe den Spaßaspekt daran nie festgestellt, dass der andere kurz das Gefühl hat, vielleicht zu ertrinken. Vielleicht bin ich aber auch ein Miesepeter. Nicht war das Spaß, für mich war das die Hölle. Also hier ist gar keine Frau, wo ich sagen könnte, mit der könnte ich mich beefen. Nicht eine. Ah. Doch eine. Eine. Hier gibt es eine Frau, ich glaube, mit der wird es Beef geben. Aha, und wer ist das? Da bin ich da aber jetzt schon mal gespannt, da will ich gerne Mäuschen spielen. Nee, das sag ich nicht. Nee, ist doch besser. Das ist halt scheiße. Noch, es ist meine beste Freundin. Und ist das nicht immer der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, wenn du erstmal die andere Person richtig, richtig scheiße gefunden hast? Ich finde schon, das ist immer ein gutes Zeichen. Ja, ja. Das Ding ist, mein Type ist so brünett. Ja. Und dann kommst du rein. Ich schwöre, du kommst rein. Und dann denk ich mir so, okay, so schnell kann sich dein Type
ändern, weißt du? Ja. Hä, aber dann hat sich doch dein Type nicht geändert, nur weil du sie jetzt auch interessant findest. Also kannst du ja trotzdem noch Binette bevorzugen. Was ist denn das schon wieder für eine bescheuerte Aussage? Oh mein Gott. Ach du Scheiße, was ist los mit euch? Ich bin ein sehr selbstbewusster Mann. Ich war früher absolut das Gegenteil. Mir wurde oft auf den Kopf geschissen und dementsprechend musste ich etwas an meinem Leben verändern. Ich habe dann angefangen, ins Fitnessstudio zu gehen, habe auf mein Äußeres Wert gelegt. Ja. Und dann wurde er ein selbstbewusster Mann, was auch irgendwie ein trauriges Bild abgibt, weil erst nachdem er Sport gemacht hat und muskulös wurde, wurde er selbstbewusst. Also macht es nur davon abhängig, dass er halt ein bisschen sportlicher ist. Man sollte vielleicht eher charakterlich mit sich selber im Reinen sein, bevor man sich einfach denkt, ja, ich sehe jetzt gut aus, deswegen bin ich selbstbewusst. Surprise. Nachdem die ganzen Kandidaten sich jetzt aber erstmal ein bisschen kennengelernt haben, vorgestellt haben, bla 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 bla, versammeln sie sich auch alle im Wohnzimmer, wo dann irgendwann Sophia auftauchen wird. Und manche stellen dann so fest, oh mein Gott, wir sind alle auf einem Haufen. Digga, wirklich unparteiisch, wenn ich so in die Runde gucke, das sieht geil aus, ja? Ich würde die Staffel gucken. Leute, jetzt mal ganz objektiv, finde ich, wir sind eine richtig, richtig, richtig geile Truppe. Ich bin Teil dieser Truppe, aber objektiv gesehen sind wir richtig toll. Ja, mega objektiv. Also, ich weiß noch nicht genau, wie die sich unterscheiden. Irgendwie vibe ich noch gar nicht mit denen. Irgendwie fühle ich es noch gar nicht. Aber ich glaube, ich fühle es bei jeder Staffel am Anfang so gar nicht und dann irgendwann immer mehr. Wir schauen deswegen mal. Wir genießen es, wir lehnen uns zurück und genießen und Sophia kommt vorbei. Wer meine Show kennt, der weiß, ich bin immer für eine Überraschung gut. Deswegen machen wir heute schon mal direkt die erste. Wer ihre Show kennt, jetzt ist das schon Sophia Tomalas Show. Alles klar, da wissen wir aber auch mal Bescheid. Schön, was gibt es aber als große Überraschung? Ich mag große Überraschungen am Anfang der Staffel, da ist ein bisschen Variation mal hier reinkommt. Was gibt's denn? Normalerweise lasse ich mir immer ein paar Tage Zeit und dann schicke ich eine neue Hotte Olle in die Villa. Aber dieses Jahr machen wir das alles anders. Denn jetzt kommt die neue Hotte Olle sofort am Anfang rein. Kommt sofort am Anfang eine neue Hotte Olle? Ich bin bereit. Dieses Mal liefere ich euch einen Kerl nach. Oh, das gibt's auch in der Normalo-Staffel. In der zweiten und dritten kam jeweils eine Frau, in der ersten ein Mann. Das bedeutet jetzt in der vierten wieder ein Mann. Finde ich gut. Finde ich richtig gut. Oh, bitte schön, das ist Marvin. Nein, Spaß. Alles klar, das war aber meine Zungen-Action hier. Vielleicht findet sie Marvin trotzdem ganz gut. Und das ist jetzt der neue Typ, der einfach direkt mit reingeworfen wird. Und ich finde das aber eine gute Entscheidung. Weil irgendwie gibt es ja immer das Problem, wenn der Neue irgendwie in einem Tag 10 kommt, dass alle so sind, der Neue, wir kennen uns hier schon, du gewinnst eh nicht, bitte geh weg. Und es finde ich gut, wenn du von Anfang an dabei ist, weil dann haben alle die gleichen Karten, die kennen sich ja eh kaum. Ich sag's dir offen und ehrlich, ich sehe nicht als Konkurrenz. Weil er ja selber wunderschön ist. Und wenn er super wunderschön ist, können andere schöne Männer keine Konkurrenz sein. Die Kandidaten haben allerdings erst von Marvin, der mit W geschrieben wird und sie super seltsam findet, bis jetzt erst das Bild gesehen und wir lernen ihn jetzt ein bisschen besser kennen. Ich stehe auf One-Night-Stands, bin ich sogar großer Fan von und bevorzuge ich sogar eigentlich. Ja, richtig schöne Aussage, wohl. Gut, dass es so gesagt wurde. Er ist ja bei Are You The One am richtig, richtig guten Platz jetzt. Ja, Marvin, ich bin 25 Jahre alt, komme aus dem schönen Hameln. Ich bin der Anfänger aus Hameln. Ich habe auch eine Flöte und die Frauen, wenn sie sich gut benehmen und gut aussehen, dürfen da auch gerne mal dran. Er hat eine Flöte und wenn sich die Frauen gut benehmen, dürfen sie da mal ran? Oh mein Gott, das ist ja eine so kritisch schlimme Aussage. Wie kann man sowas sagen? Oh Gott, das wird eine schlimme Staffel. Ich verlange Disziplin und Ordnung. Nachdem die Bombe allerdings geplatzt ist, dass Marvin jetzt auch noch einziehen wird, haut dann Sophia Tomala noch eine Kleinigkeit hinterher, weil das ist auch eine leichte Regeländerung. Drei Männer teilen sich ein Perfect Match. Aber jetzt kommt der Kracher. Oje. Marvin könnte einer dieser Männer sein. Vielleicht sind es aber auch zwei von euch hier im Wohnzimmer. Oh Gott, das macht die ganzen Variationen, die Spiele ja interessanter. Das bedeutet nicht unbedingt, Marvin ist der, der sich mit niemand anderem was teilt, sondern vielleicht auch einer von den Männern da drin. Richtig, richtig interessant. Das wirft es ja nochmal ganz durcheinander und das macht es, glaube ich, auch ein bisschen schwieriger, oder? Für alle, die das jetzt nicht verstanden haben, eine kurze Erklärung. Normalerweise sind 10 Frauen da und 10 Männer. Jeder Mann hat dann ein Perfect Match von Anfang an, fertig, Ende, aus. Und dann am 10. Tag oder so wäre Marvin reingekommen und hätte einem Mann eine Frau streitig gemacht, weil er auch das Perfect Match von dieser Frau ist. Aber die wussten nicht halt wer, aber Marvin ist auf jeden Fall der, der den Platz streitig macht. Jetzt ist es allerdings so, dass Marvin reinkommt und anscheinend irgendeine Frau vielleicht zu ihm gehört von Anfang an und nur zu ihm und andere Männer in einem Zweierpärchen sich um eine Frau streiten müssen. Aber sie wissen nicht, welche beiden Männer und welche Frauen überhaupt, was es halt komplizierter macht.
Gott, das war jetzt aber auch ein Brecher, ne? Also wer das jetzt nicht verstanden hat, schreibt das bitte in die Kommentare. Und irgendwelche anderen Leute, die das verstanden haben, schreiben bitte unter diese Kommentare, wie ich das gemeint habe, weil ich habe keinen Bock, das jetzt hier 10-mal zu erklären. Ich verstehe es nicht. Ich spendiere euch zusätzlich eine Matchbox-Entscheidung. Die machen wir doch gleich heute. Oh Gott, wie interessant. Und zwar mit Marvin. Also die Frauen, die jetzt Marvin interessant finden, praktischerweise haben sie ihn nicht hören müssen, weil sonst würde wahrscheinlich keiner aufstehen, dürfen jetzt aufstehen und eine dürfte dann in die Matchbox einfach mal reingehen und gucken, was passiert. Wahrscheinlich ein No-Match, aber eine darf. Und ich glaube, wenn sie das erstmal reden hören, will keine mehr. Valeria, so, im Idealfall geht's für dich heute schon in den Boom-Boom-Room mit Marvin und dann direkt raus aus dem Puff. Und Marvin denkt sich bestimmt gerade so, das wäre auch der Idealfall für mich. Könnte sein. Es geht auch schnell, so 5 Minuten Handarbeit ist das Ding durch. Valeria hat sich allerdings auch aufgemacht in die Matchbox. Da endet allerdings die Folge und das Ergebnis wurde uns nicht mitgeteilt. Da müssen wir uns gedulden bis zur morgigen Folge. Ich hoffe, ihr seid dann auch noch am Start. Wir lernen die Leute noch mal ein bisschen besser kennen. Wir kommen jetzt wieder rein in die Staffel und ich hoffe, euch hat auch das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt mir Gedanken in die Kommentare. Hier und auf andere Sachen draufklicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.